Ja, dann schauen wir doch heute mal auf die von dir viel geschmähte Stadt Goslar. Also. Viel schöner als Wien. Das ist überhaupt nicht wahr. Beides. Ja, hallo Solveig. Hallo Daniel. So, es hat ein bisschen länger gedauert, dass wir endlich mal wieder zusammenkommen. Aber bevor wir dich dazu zur Rede stellen, muss ich darauf hinweisen, dass ich ganz vergessen habe, letztes Mal unser Jubiläum zu würdigen. Ja, 10 Folgen Flurfunk-Geschichte. Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja. Und nicht einmal mit Verschiebung. Nicht einmal mit verschiedenen. Ich glaube, wir hatten einmal, aber. Naja, wir wollten ja eigentlich alle 2 Wochen. Ja, aber wir haben es fast eigentlich geschafft. Also ich finde, das zählt. Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Ja. Genau. Auf jeden Fall finde ich, das Jubiläum verdient eine gewisse Würdigung. Und deshalb, wir haben jetzt keinen Sekt genommen. Das könnte zu unbeabsichtigten akustischen Beeinträchtigungen führen, vielleicht im Verlaufe. Also wir nehmen einfach einen Riesling und der ist auch schon kalt, den habe ich gestern schon in den Kühlschrank gestellt. Ja. Hervorragend. Goslar ist jetzt keine Weingegend, aber ich hoffe, verzeihen Sie uns. Ja, auf uns und 10 nächste Folgen. Herrlich. Wunderbar. Traum. Ja. Ich war in Goslar. Ja. Ja. Ich nicht. Ich muss jetzt mal gucken, ob du wirklich recht hast. Dass das nichts ist. Das ist für Unterstellungen. Ich meinte nur im Vergleich zu Wien. Aber es ist eigentlich ja das viel ursprünglichere Wien. Die Residenz schlechthin. Ist auch bei mir sofort hängen geblieben. Noch aus meiner Kindheit, wo ich das letzte Mal in Goslar war. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre das her ist. Aber die Kaiserpfalz mit den beiden Pferdchen davor und den Kaisern on top. Da konnte ich mich durchaus noch dran erinnern. Das habe ich wieder erkannt. Der Rest, ehrlich gesagt, war wie neu für mich, aber umso schöner. Denn ich war unterwegs mit einigen unserer ehemaligen Kollegen aus dem Museum. Mhm. Da hätte ich mal wieder eine bisschen Tour gemacht und uns weitergebildet. Aber du bist natürlich nicht mitgekommen. Ich musste arbeiten. Tat dir das so weh, den Weg dahin anzutreten. Obwohl es sogar jetzt mit 9-Euro-Ticket hervorragend geeignet den Harz-Berlin-Express gibt. Oh. Ich glaube, einmal täglich kann man direkt von Berlin nach Goslar. Hinten haben wir es nicht geschafft, den zu nutzen, aber auf dem Rückweg, konnte es kaum glauben, fährt von Goslar. Einfach bis Berlin Zoologischen Garten. Hm? Wie lange geht das denn? Ich glaube, 3,5 Stunden. Es geht. Man kann ein Buch lesen, kann sich unterhalten. Wir waren ja nicht allein unterwegs. Ja, kann man sich gut unterhalten. Es war auch gar nicht so voll. Hm. Also dadurch, dass wir in Goslar losgefahren sind, dann haben alle einen Platz gekriegt. Ja, und es war süß. Aber auch immer, das ist auch durchaus ein ehrwürdiges Städtchen. Obwohl ich muss irgendwie zugeben, dass mir das in den westdeutschen Städten schwieriger fällt, so das Alter zu spüren. Irgendwie haben die, glaube ich, einfach zwischendurch so ein paar Sachen mal tot renoviert oder so. Die irgendwie habe ich jetzt, wenn ich in der Kaiserpfalz stehe. Gut, haben die im 19. Jahrhundert ja schon Unwesen getrieben. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, dass diese Kaiserpfalz da möglichst kitschig ausgemalt wurde. Das ist gar nicht so kitschig. Von einem Maler, wo du die Einzige bist, die sich den Namen merken kann. Hermann Wislicenus. Wislicenus, warum merkst du dir den? Das weiß ich nicht. Ist so seltsam, dass der hängen bleibt. Ja, wir kennen ihn von einem Gemälde, das wir hier aus Berlin noch uns erinnern. Und da durfte er den ganzen Saal ausmalen, mit einem bombastischen, nationalistischen Kitsch. Ja. Von dem Mittelalter, wie er sich das vorgestellt hat, oder der kaiserliche Auftraggeber sich das vorgestellt hat. Inklusive Märchenstunde, das wusste ich gar nicht, wir haben so eine Führung bekommen. Mhm. Und dass wir auch noch sozusagen deutsche Märchen verknüpft haben mit, denn da ist ja der Kaiser Barbarossa, der angeblich im Kiffhäuser schlief, bis dann endlich das Reich wiedererstand.
Und gleichzeitig schläft Dornröschen. Mhm. Und dann kommt quasi das arme Dornröschen. Wie lange hat es geschlafen? 99 Jahre, 100 Jahre? Und dann stelle ich mir vor, wie der alte Kaiser Wilhelm da sie wach küsst. Hat sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, den Märchenprinzen. Wann waren das, haben sie das denn ausgemalt? Ich glaube in den 90ern, kann das sein? Da war der Wilhelm II auch noch frischer. Ja, aber der Wilhelm I ist ja der Kaiser, der sie da aus dem Schlafe rüttelt. Oder Wilhelm der Große steht auf dem Podest davor. Das heißt, es ist so unter Wilhelm II dahingesetzt worden. Der versucht immer für seinen Großvater dieses Attribut durchzusetzen, hat aber außer ihm, glaube ich, nie jemand benutzt. Aber da steht es jetzt noch in Steinen gemeißelt. Ja. Wieso ist eigentlich der Barbarossa so wichtig? Das ist doch jetzt so dein, einer deiner Lieblinge, oder? Ja, ja. Ja, mit dem Barbarossa, das hat damit zu tun, dass der ja nicht in Deutschland gestorben ist. Und Personen, die nicht, wo man keine Öffentlichkeit hatte, die den Tod beobachten konnten, beziehungsweise denen man das präsentieren konnte, da bilden sich dann gerne Geschichten drumherum. Das Gleiche haben wir auch bei Friedrich II. Später. Und die Staufer sind ja auch die letzte Dynastie, die diese Kaiserkrone noch getragen haben. Also, es kommen später wieder welche, aber dieses alte, ja, in Anführungszeichen deutsche Kaisertum, geht in der, vor allem im 19. Jahrhundert, in der Vorstellung des 19. Jahrhunderts, 1250 mit dem Tod Friedrichs II. Zu Ende. Hm. Und danach, da endet auch das Hochmittelalter, eben interessanterweise eine Epoche, die wir nur in Deutschland haben. Die Italiener, Franzosen sprechen immer nur vom frühen und vom Spätmittelalter. So, bevor du jetzt ausuferst. Ja, jetzt lass mich kurz. Nee, lass mich das kurz. Ich will von dir wissen, ja, jetzt, wieso der Barbarossa immer so gehypt wird. Ja, weil ich das hat damit zu tun. Weil das Hochmittelalter. Und dann sagen sie eben, im Hochmittelalter 250 ist die gute Zeit vor Ende gegangen. Danach kam nur noch Scheiß. Und jetzt im 19. Jahrhundert will man wieder die gute Zeit zurückholen. Und das waren dann, da verbindet man eben Barbarossa und Friedrich II. Mit. Die letzten Staufer, die große Dynastie. Danach war alles Quatsch. So. Und weil wir eben Friedrich Barbarossa haben, der auf dem Kreuzzug gestorben ist, den sie dann ja kochen mussten, damit er überhaupt nach Hause gekommen ist. Schön. Gekochte Kaiser. Der ja irgendwie, man weiß ja auch nicht so richtig, entweder beim Also nur, falls ihr euch fragt. Also ja. Man wollte halt gerne die Knochen mitnehmen und dafür hat man den Rest da abgekocht. Genau, das können wir auch gleich nochmal kurz ausführen. Also er ist ja irgendwie, ist beim Schwimmen, man weiß es nicht so richtig. Es war auf dem Rückweg. In einem Fluss, ne? Oder? Ja, also es war auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug. Und man weiß nicht, ob er schwimmen gehen wollte, ob sie einfach nur so eine Furt passieren wollte und er hatte dann einen Schlaganfall und ist vom Pferd gefallen, ist eine Interpretation. Manche sagen, er wollte wirklich schwimmen gehen, hatte dann irgendwie einen Krampf und ist ertrunken. Und andere sagen, ja, er ist irgendwie einfach in Rüstung in eine Pfütze gefallen und kam dann nicht mehr raus in Rüstung. Man weiß. Der Kaiser fällt in keine Pfütze. Ich kann es nicht ändern, das sind die Thesen. Also wir wissen der Tipp ist einfach nur, öfter mal das Kettenhemd ausziehen. Ja, also er hat eben das Kettenhemd offensichtlich nicht ausgezogen gehabt. Und man versucht sich das zu erklären, wie das passieren konnte, weil man eben meint, bei Barossa geht ja nicht mit Kettenhemd schwimmen. Das müsste er selber wissen, dass das blöd ist. Und es ist irgendwo in Kroatien. Ich glaube, im heutigen Kroatien ist das gewesen. Und weil man ihn aber nach Hause bringen wollte, und jetzt muss man bedenken, damals ist der Weg von Kroatien ins Reich, das dauert ein paar Wochen und es ist halt, es wäre einfach unhygienisch, es fängt an zu stinken, wenn man einen Leichnam so lange transportiert. Also war ihre Idee, wir kochen ihn. Das bedeutet tatsächlich, wir packen ihn in heißes Wasser, bis sich die Muskeln und das Fleisch von den Knochen löst. Die vergraben wir dann irgendwie hier und die Knochen nehmen wir mit nach Hause. Das wurde so dann wie bei Habsburg, so wie mit der getrennten Bestattung. Ja, das hat dem Papst aber gar nicht gefallen. Und es wurde dann auch immer so der Mors Teutonico, also die deutsche Sitte genannt, weil das scheinbar nur die Deutschen gemacht haben. Die das öfter gemacht als einmal. Scheinbar. Ich kenne das nur von Barbarossa. Also ich kenne es auch nur von Barbarossa, aber die haben das eben so genannt. Oder weil die Deutschen es das erste Mal gemacht haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie dann ziemlich einen Rüffel bekommen, dass man das nicht tun soll. Und die Knochen sind dann auch ins Reich gekommen, aber irgendwann weiß heute nicht mehr, wo genau. Und weil diese Leiche eben weg ist, weil niemand dabei war, als er gestorben ist, dieser Tod auch so seltsam war, hat sich dann natürlich die Geschichte gebildet, der ist nicht wirklich tot. Das Gleiche haben wir auch bei Friedrich II., der stirbt auch recht früh mit 50, das ist schon ein gutes Alter in der Zeit, aber er hätte auch noch 10 Jahre älter werden können. Und auch da haben wir tatsächlich dann in den Jahrzehnten danach, in den 60ern, ich glaube auch in den 70ern, auch Personen, die aufkommen, wie Anastasia in den 20ern und 30ern, also irgendwelche Schauspielerinnen, die dann erzählen, ich bin Anastasia, haben wir das auch bei Friedrich II., dass dann erzählt wird, ich bin
er ist gar nicht gestorben, ich lebe noch. Und diese Geschichten haben sich so ein bisschen verknüpft miteinander, die sind so zusammen erinnert worden. Also eigentlich saß er Friedrich der Zweite im Kyffhäuser. Genau, eigentlich ist es eben Friedrich der Zweite. Also der Enkel von Barbarossa. Aber man hat es dann irgendwie mit Barbarossa erinnert, weil das auch irgendwie, ich glaube, ein bisschen cooler war, weil er mit seinem roten Bart, da hat er ja auch seinen Namen her. Also eigentlich ist er nur berühmt, weil er einen roten Bart hatte und weil er auf Kreuzzug unterwegs war. Ja, weil er hat schon auch gute... Und dann noch abgekocht wurde. Ja, er war schon ein guter Herrscher, also er hat das schon gut hingekriegt. Aber der Grund, warum es eben Barbarossa ist und nicht Friedrich der Zweite, hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass er eben unterwegs verloren gegangen ist und man das so miteinander verknüpft hat. Und ich denke mal, dass dieser Name Barbarossa einfach cooler war zu erinnern als Friedrich der Zweite. Ja, du nimmst ihn das schon übel, ne? Also ich habe ja einen Rüffel gekriegt, weil ich kein Foto gemacht habe von Friedrich dem Zweiten in der Pfalz. Immer nur den Barbarossa, wie er aussah. Aber das war so geil, wie das aus dem Felsen rauskommt. Und also auch das Kyffhäuser-Denkmal, wenn man das, also das haben sie ja auch im 19. Jahrhundert, ich weiß jetzt gar nicht wann genau. Also Bismarck ist noch dabei, das heißt, es muss vor den 90ern passiert sein. Ob das in den 60ern schon war oder in den 70ern, bin ich jetzt nicht sicher. Das ist einfach so ein richtig großartiges Denkmal, wie Barbarossa da sitzt und dieser lange Bart, weil er schläft ja nur und dieser Bart schläft, dieser wächst weiter und da sind dann auch so gewisse Geschichten mit dem Nibelungenlied auch reingeflossen und aus der nordischen Mythologie, also er hat dann ja auch Raben bei sich wie Odin, die ihm dann erzählen, ja, es ist jetzt soweit, du darfst jetzt aufstehen und dieser Zwerg Regin, der dann auch im Nibelungenlied oder zumindest in der Edda-Fassung des Nibelungenlieds auftaucht, der rennt da auch irgendwie rum. Also da sind so ganz viele Dinge reingeflossen in diese Barbarossa-Sage. Genau, also das war dann, hat sich dann irgendwie so dann entwickelt und diese Kyffhäuser-Legende ist ja auch, er schläft dann da im Kyffhäuser und wenn der wahre König von Deutschland kommt, dann wird Barbarossa wieder aufstehen und sagen. Das heißt, alle zwischen Barbarossa und Kaiser Wilhelm dem Großen waren keine wahren Könige. Oder? No. Und deswegen stehen auch beide da vor der Pfalz. Um zu zeigen, Wilhelm der Große ist der neue Barbarossa. Barbablanca. Ja. Ja. Aber was du, deswegen ich dich ja zur Rede stellen wollte, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserer letzten Folge, als wir über Heinrich den Vierten gesprochen haben, du erwähnt hättest, dass er in Goslar geboren wurde. Das stimmt. Das habe ich vergessen. Und dass er da als Kind traumatisiert wurde. Das habe ich erzählt. Das hast du erzählt? Ja, in Kaiserswerth, das habe ich erzählt. In Kaiserswerth. Da ist er auch vom Boot entführt worden. Ach so, das? Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine hier die, ich fühlte mich an Game of Thrones erinnert, an die Bluthochzeit. Und in Goslar gab es ein Blutpfingsten. 1063. Und zwar etwas, was ich ja sehr liebe. Es ging um einen Rangstreit. Wer darf zuerst rein? Ding, wer darf wo sitzt? Ja, wer ja, darf ja. neben dem Erzbischof von Mainz Platz nehmen? Ja, ja. Darf es der Abt aus Fulda oder darf es der Bischof von Hildesheim? Und dann hatten die sich schon irgendwie Weihnachten in die Wolle gekriegt davor. Und da konnte man es noch schlichten. Aber dann Pfingsten ist es komplett eskaliert. Und dann gab es ein Blutbad in der Kirche. Und da gibt es hier in der Internet-Enzyklopädie unseres Vertrauens. heute gehen die Recherchen, ihr merkt schon, die Recherchen heute gehen nicht ganz so tief wie sonst üblich. Aber was soll ich das auch aus einem anderen Buch rausholen, wenn es da steht? Eben. Genau, und da steht damit aus den Annalen. Also man muss sich vorstellen, der, ich glaube, 12-jährige Heinrich der Vierte sitzt da auf seinem Thron und guckt sich das alles an. Was da Pfingsten vor ihm in der Kirche passiert und inmitten des Chores und der psalmodierenden Mönche kommt es zum Handgemenge. Man kämpft jetzt nicht mehr nur mit Knütteln, sondern mit Schwertern. Eine hitzige Schlacht entbrennt und durch die ganze Kirche hallt statt der Hymnen der geistlichen Gesänge Anfeuerungsgeschrei und Wehklagen Sterbender. Auf Gottes Altären werden grausige Opfer abgeschlachtet, durch die Kirche rinnen allenthalben Ströme von Blut, vergossen nicht wie ehedem durch vorgeschriebenen Religionsbrauch, sondern durch feindliche Grausamkeit. Der Bischof von Hildesheim hatte einen erhöhten Standort gewonnen und feuerte seine Leute wie durch ein militärisches Trompetensignal zu tapferem Kampfe an. Und damit sie sich nicht durch die Heiligkeit des Ortes vom Waffengebrauch abschrecken ließen, hielt er ihnen das Aushängeschild seiner Machtbefugnis und seiner Erlaubnis vor. Auf beiden Seiten wurden viele verwundet, viele getötet, unter ihnen vornehmlich Regin Bodo. Kennst du den?
Nee, gar nicht. Der Fulda-Bannerträger, okay, den wollen wir nicht kennen. Und Bero, ein dem Grafen Eckbert besonders treuer Gefolgsmann. Der König hob zwar währenddessen laut seine Stimme und beschwor die Leute unter Berufung auf die königliche Majestät, aber er schien tauben Ohren zu predigen. Auf die Mahnung seines Gefolges, an die Sicherung seines Lebens zu denken und den Kampfplatz zu verlassen, bahnte er sich schließlich mit Mühe einen Weg durch die dicht zusammengeballte Menge und zog sich in die Pfalz zurück. Der arme Junge. Also kein Wunder, dass der sich nachher mit der Kirche anlegt und keinen Bock mehr hat auf diese Idioten. Na gut, das hat ja jetzt nicht viel mit der Kirche. Dann ist sowieso wieder die Frage, was ist die Kirche? Ja, das Problem hatten die der Abt und der Bischof, glaube ich. Genau, was ist die Kirche? War nämlich ein Problem, also innerhalb der Reichskirche. Das ist ja nicht, das kann man ja jetzt nicht erklären, dass er dadurch dem Papst nicht vertraut. Der Papst hätte, da hat dem ja auch nicht zugestimmt. Hat er ja auch nicht gut. Stimmt, der hat sich auch nachher, glaube ich, einen Rüffel eingefangen. Ja, natürlich. Also da ging es ja auch gar nicht. Der Abt von Fulda musste sich dann im Endeffekt dann doch entschuldigen und ein bisschen was bezahlen, damit er da heile wieder rauskommt. Und der Bischof von Hildesheim hat dann letzten Endes dann doch, durfte sich dann doch neben den von Mainz setzen. Genau, da geht es nämlich um ganz klar. Aber dann musste er da sozusagen das Geld quasi für die Entschuldigung aus seiner Abtei rauspressen und dann gab es einen Mönchsaufstand. Wo soll er denn das Geld sonst hernehmen? Aber die Mönche fanden das irgendwie scheiße. Ja, das finden die immer scheiße, wenn sie Geld zahlen müssen. Ach, stell dir mal vor, das Blutpfingsten in Goslar, was da abgeht. Aber nochmal, das war ja aber auch, das sind Rangstreitigkeiten innerhalb des Reiches. Das hat jetzt wenig mit der Kirche zu tun. Die streiten sich ja nicht aus religiösen Gründen, sondern die streiten sich, weil sie an einem höheren Platz sitzen möchten. Und je höher ich sitze, umso näher, je näher ich am Herrscher bin, umso wichtiger bin ich. Also da geht es um weltliche Eitelkeit. Das ist schon klar, aber ich dachte, das ist irgendwie so eine barocke Sache, wo die da so Kutschenwettrennen veranstalten. Nö, nee, das machen die da schon. Stuhl mit Lehne, ohne Lehne und so weiter. Aber dass die sich im Mittelalter in der Kirche, Kirchenmänner, ihre Leute anfeuern, dass sie doch bitte mehr. Die haben ja auch vorher die Waffen da irgendwie deponiert. Also das ist natürlich auch immer schwierig, mit vor allem mit diesen Annalen. Das sind, glaube ich, die Anonymen. Nee, das ist Lampert von Hersfeld. Das ist auch immer ein bisschen, mit Lampert ist es halt ein bisschen schwierig, weil der sich auch gerne mal was ausdenkt und ist das der auch dann die Canossa-Geschichte erzählt? Genau. Das ist, bei ihm ist es immer ein bisschen schwierig, aber es ist gut möglich, dass das passiert ist. Also ähnlich wird es schon irgendwie passiert, ähnlich wird's schon nicht so dramatisch. Ja. Aber das ist so eine Stelle, die habe ich auch mal in Seminaren an der Uni haben wir das besprochen, dass es halt wirklich nur um Rangstreitigkeiten geht. Also das gibt's dann auch später. Ich glaube, Konrad III. Ist das der Papst, mit dem er sich da aussöhnt, oder König von Frankreich? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da gibt's ein ganzes Protokoll. Ich glaube, mit dem Papst. Wo dann steht, ja, wer darf auf dem Pferd sitzen? Wie weit reiten wir mit dem Pferd zusammen rein? Wer steigt als Erster ab? Wer küsst den anderen als Erstes? Und es ist dann eben wirklich so eine Rangstreitigkeit, dass die dann irgendwann sagen, okay, beide kommen mit dem Pferd, reiten aufeinander zu, dann bleiben sie beide auf dem Pferd sitzen und beide küssen sich dann gleichzeitig. Und weil sonst ist ja der eine minderwertiger als der andere. Und um die Einigung zu finden, sagt man dann, okay, beide sitzen auf dem Pferd. Es ist egal, jetzt macht's einfach. Also, und das finde ich eben so spannend, auch im Mittelalter, weil das immer, das hatten wir auch letztes Mal besprochen, hatte ich ja auch mal das Althoff-Buch empfohlen, diese Spielregeln der Gesellschaft. Weil diese Gesellschaft ist so stark reglementiert und darauf ausgerichtet, nach außen ihren Rang zu präsentieren. Also alles, was die tun in der Öffentlichkeit, ist ritualisiert. Soll nur dazu zeigen, wer bin ich, wie stehe ich zu den anderen, wie viel Macht habe ich. Und alles, was ich tue, reflektiert, wie viel Macht ich habe. Je näher ich am Herrscher sitze, das ist nicht einfach nur, der hat mich lieber, sondern dadurch habe ich mehr Macht. Und in diesen Texten, die wir dann da sehen, ist das genauso inszeniert. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie einfach deren Kommunikation einfach auch anders verlaufen ist. Und das kann man dann bei solchen Konflikten sehen. Die streiten sich, wer auf welchem Stuhl sitzen kann. Und denkt man so, ja, ist doch scheißegal. Also nee. Nee, das ist schon klar, dass das nicht egal ist, aber dass das so eskaliert, dass man da deswegen sich gegenseitig abschlachtet. In der Kirche, angefeuert von Bischof und Abt, ist dann doch schon herbe. Ja, und das war in der Stiftskirche, das finde ich auch noch bemerkenswert. Also wenn man denkt, man fährt nach Goslar, die alte Kaiserstadt, die Pfalz, wo ist der Dom? Ja, wo ist der Dom, Daniel? Also ich meine, damit hast du natürlich recht. Also ich meine, so eine alte Stadt, die keinen Dom hat, ist eigentlich nix. Also das gehört schon dahin. Und es ist ja dann noch schlimmer, wenn man seinen Dom einfach abreißt, weil man den ein paar hundert Jahre nicht renoviert hat und der dann baufällig wird. Und dann das irgendeinem Handwerker verkauft, der den als Steinbruch
benutzt. Und dann, wenn die Kirche schon weg ist, auf den letzten Meter fällt ihnen auf, ach, die war ja eigentlich doch ganz schön, lassen wir doch noch mal den einen Teil stehen. Und jetzt steht da so ein Rest von dieser Stiftskirche, wo die sich da geprügelt haben. Und wo der Kaiserstuhl steht, auf dem da womöglich Heinrich IV. Als kleines Kind sich das Blutbad angeguckt hat. Das steht da jetzt noch und die Kirche ist weg, das ist jetzt ein Parkplatz. Also ja. Wenn ich die Pfalz besuche, auf dem Parkplatz parke, bin ich quasi mitten im Dom oder in der Stiftskirche. Mein Gott. Oder in irgendwelchen Haushaltswirtschaftsräumen der Pfalz. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Mhm. Ich meine, sie haben ja genug Kirchen, so, nicht so, so ist es nicht. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass die Kirchen nochmal so, die ja sowieso so als lateinische Kirche kreuzförmig sind, auch schön alle West-Ost ausgerichtet, Altar im Osten, Türme im Westen. Und dann die Kirchen selbst in der Stadt nochmal als Kreuz angeordnet sind. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Also es gibt sozusagen so eine Stadtarchitektur. Mhm. Ja. Jetzt fehlt halt die Stiftskirche. Also eine Ecke vom Kreuz ist nicht mehr da. Ich glaube, der Querbalken ist nicht ganz zu Ende mehr. Aber tatsächlich haben die sich das offensichtlich so überlegt, wie sie ihre Kirchen da hinbauen. Ja. Und dann gibt es ein bemerkenswertes Rathaus, was nicht so einfach zu besuchen ist. Ich habe es leider nicht reingeschafft. Ich auch nicht. Nein, doch auch nicht. Ach, du warst überhaupt mal in Goslar. Ja, natürlich warst du mal in Goslar. Ah, wann warst du denn da? Kurz bevor die Seuche ausgebrochen ist, tatsächlich. Dann ist über Weihnachten, 19, war ich mit meinen Eltern da. Mhm. Haben wir uns das angeguckt. Weil sie dich gezwungen haben? Nein, weil ich sie gezwungen habe. Mit welchem Argument? Weil ich die Pfalz sehen wollte. Ah, okay. Also doch. Noch einmal, ich habe nichts gegen diese Stadt. Ich fand nur, es ist ein bisschen schwierig, Goslar mit Wien zu vergleichen. Kaiserstadt ist Kaiserstadt. Ja, aber Wien. Welche Stadt ist denn älter? Wien. Wien ist älter? Ja, Wien ist eine römische Stadtgründung. Da waren wir schon mal bei. Aber was war denn da bitte? Haben Sie ein paar. Da waren Quellen. Ein paar Invaliden zurückgelassen wahrscheinlich. Da haben die Römer schön Wellness betrieben. Haben sie Wellness betrieben, na gut. Also so ein Kurbad gegen Goslar. Goslar hat keine heißen Quellen. Hat keine heißen Quellen, nee. Aber Erz. Das ist korrekt. Ja. Da sind wir tatsächlich auch rein, in den Rammelsberg, wo da hauptsächlich ja Erze, was man so braucht, aus dem Berg herausgeholt wurde, bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch. Und wohl schon seit dem 4. Jahrhundert. Hm. Das war sozusagen in der römischen Zeit schon die ersten Bergleute eingefahren sind in den Berg. Was ich auch gelernt habe bei der Führung, sie sind natürlich zu Fuß gegangen, man sagt aber trotzdem eingefahren unter Tage und haben das Ärzte herausbefördert. Ja, und wir waren jetzt auch genau dort, und das haben wir unwissentlich, ist das einfach zusammengefallen, dass wir mit dem 1100-jährigen Stadtjubiläum in dieser Stadt waren und zumindest auch einen Teil des dazugehörigen Festumzuges erleben durften, der uns vor allem davon abgehalten hat, das Restaurant zu erreichen, wo wir eigentlich hinwollten. Ja, und auch ein bisschen skurrile Wagen. Also insgesamt mag ich ja sowas mir anschauen, wie so Städte und ihre Vereine sich selbst feiern. Aber den Wagen zum wo dann Bundesgrenzschutz und NVA drauf standen, mit einem nachgebauten Zaun und den entsprechenden Schildern, halt hier Bundesgrenze, das war schon etwas skurril, sagen wir, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Aber nun gut, es ist eben Teil der Geschichte dieses Ortes, der im nahe der innerdeutschen Grenze liegt. Ja, und bemerkenswert ist tatsächlich auch diese Wasserversorgung, von der du wahrscheinlich mehr gesehen hast als ich. Ja, also viel war also, da, habe ich da auch nicht gesehen. Ich habe nur diese Bächlein gesehen, wo der Rest dann wegfließt. Genau, aber das ist das, glaube ich, auch. Also das ist, wenn man von der Pfalz eben in die Stadt hineingeht, direkt vom Parkplatz aus. Von der Stiftskirche, meinst du? Ja. Vom Parkplatz. Gibt es da, also in die Straße rein kommt man zu einem Hospital, oder das, glaube ich, im 13. Jahrhundert dort errichtet worden ist. Das weißt du vielleicht genauer, weil du da Bücher drin hast. Ich glaube, im 13. Jahrhundert. Und in der Straße haben sie noch so, ich weiß nicht, ob die noch funktionieren. Ich glaube, da wurde Wasser durchgeleitet, damit man sich das angucken kann. Aber da haben sie eben tatsächlich noch, ich glaube, es war dann aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, die hölzernen Wasserleitungen. Also man kann da sehen, dass eben in Goslar eben schon im 11. Jahrhundert fließendes Wasser zu den Häusern gelegt worden war. Und die konnten sich dann tatsächlich morgens am Fenster quasi das frische Wasser dann abzapfen. So ein Luxus. Ja, dann heißt immer, das Mittelalter wäre dunkel und kalt. Die Wiener im 11. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert, das hatten, wage ich zu bezweifeln. Da mögen ja vielleicht Römer gebadet haben.
Nee, die Römer haben Bleirohre. Aber im 12. Jahrhundert hatten die bestimmt kein fließendes Wasser in den Wiener Häusern. Das weiß ich nicht. Aber dieses, diese Stiftung tatsächlich, also dieses Spital, ist ja sozusagen so eine soziale Wohnungseinrichtung. Mhm. Das ist ja so ähnlich wie Fuggerei da später. Ja. Ne? Und so. Wobei jetzt ist ja, finde ich, ein bisschen schade. Es gibt ja so, sagen wir mal, Kunsthandwerk in diesem ehemaligen Aber die Räume kann man Zimmern. Ja immer noch sehen. Und es ist ganz interessant, die haben das in der Zeit in vielen Orten oder in vielen Städten gemacht. Also es, zur gleichen Zeit ist das auch in Lübeck eingerichtet worden. In Nürnberg gibt's ja auch das Heiliggeistspital. Die sehen auch alle gleich aus. Also mhm. das Und ich dachte erst, das ist irgendwie vom Ort, von irgendeinem Ort. Wurde das von irgendeinem Orten? Ich weiß es nicht. Das kennt ja so die diese anderen Spitäler so in diversen Städten. Das sind meistens, also das wird dann meistens von irgendwas wird in irgendwelchen Orden unterstellt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Goslar ist, aber das sind meistens private. Das ist der Heiliggeistorden, genau, so der französische König vorsitzt. Ja, oder irgendwie ist das Heiliggeistspital oder so. Also ich glaube, da wird dann auch die Kirche beauftragt, da hinzugehen und sich um die zu kümmern, aber das sind trotzdem private Stifter, die dann das Geld dafür geben. Also die dann jetzt nicht unbedingt das Haus bauen lassen, aber die dann irgendwie sagen, in meinem Testament soll das Heiliggeistspital irgendwie 10% von meinem Besitz haben und damit sollen die Armen ausgekleidet werden. Also das ist ja auch eine Möglichkeit gewesen, früher halt für das eigene Seelenheil zu sorgen, indem man sich eben um Arme und Kranke kümmert. Und dann wurde das dadurch finanziert. So, und welche Dinge wären deiner Ansicht nach dann vielleicht doch noch bemerkenswert, die du deinen Eltern noch offeriert hast, außer der Pfalz? Nee, wir waren ja halt eben in der Wasserversorgung im Spital. In der Pfalz. Ja, da habe ich sie dann gezwungen, in ein paar Kirchen mit mir reinzugehen. Aber es war dann auch dunkel. Nee, wir waren vor allem in der Pfalz und haben uns das angeguckt, weil jetzt haben wir natürlich über die Pfalz so gesprochen, über dass die im 19. Jahrhundert ausgemalt wurde. Aber wie viel ist original von dieser Pfalz? Genau, darüber wollte ich jetzt mit dir reden, weil also diese Pfalz, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau da die Fundamente gelegt wurden. Weißt du das im Kopf? Nee, ne? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie unter welchem Heinrich das war. Also Heinrich der Dritte. Jedenfalls ist Heinrich der Dritte der Goslar so. Genau, der es so groß baut. Ja, favorisierter und, Ort. Ja, wobei. Nee? Ja, nein, also der war schon oft da und der wird auch die Stadt. Er hat da sein Herz verloren. Ja. Wo Kaiser ihr Herz verlieren. Ja, Goslar. Aber man muss halt bedenken, das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon so einfließen lassen, dass Goslar eben mitten in Sachsen lag und Sachsen eben relativ unruhig war. Und es kann halt sein, dass Heinrich der Dritte einfach auch viel in Goslar war, um einfach auch Nähe zum Herz und zu den Sachsen Herzögen und zu den Fürsten, die dort waren, aufzubauen und die irgendwie auch ruhig zu stellen und mit denen Allianzen zu schließen und Nähe, einfach Freundschaft zu demonstrieren. Ob er jetzt diese Stadt selbst so geliebt hat, keine Ahnung, vielleicht ja. Aber es wird wahrscheinlich eher auch mehr politisches Kalkül gewesen. Das war wahrscheinlich einfach praktisch gelegen. Ja. Aber von wegen die aufmüffigen Sachsen, haben wir das erwähnt, dass der, wie heißt der Gegenkönig, der sich da... Ja, Rudolf von Rheinfelden. Hattest du das erwähnt, dass der in Goslar auf dem ich glaube, das hatte ich nicht, Kaiser, dass das Goslar war. Also zumindest hier die Internet-Enzyklopädie. Wann genau? Unseres Misstrauens. Naja, manchmal sind sie gar nicht. Behauptet, dass der Rheinfelden in Goslar... Was gemacht hat. Gewählt wurde, glaube ich, oder die in das organisiert hat, den Aufstand der Sachsen. Ja, das Problem ist, die haben öfter Aufstände gemacht. Ja. Aber eigentlich war es Forchheim. Also der Fürstentag hat er dort veranstaltet. Ja, aber gewählt ist er trotzdem in Triburg und Forchheim. Wurde Hermann von Salm in Goslar zum König gesalbt. Genau, das war aber der vor ihm. Und über den haben wir letztes Mal nicht geredet, weil du ja immer sagst, ich soll nicht so viel ausführen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Hast mir gerade eben erst wieder gesagt. Weil das sage ich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass du von meiner Frage abweichst. Ja, aber manchmal muss ich halt ausschweifen. Frag dich was zu den Salian und du fängst an mit der Staufe. Ja, aber muss halt. Nee, du hast mich. Hermann von Salm habe ich weggelassen, weil der eben als Gegenkönig gewählt wurde, aber dann recht schnell gestorben ist. Und dann haben sie eben Rudolf von Rheinfelden. Und weil Rudolf von Rheinfelden eben wichtiger ist, habe ich gesagt, wir konzentrieren uns nur auf Rudolf von Rheinfelden. Mhm. Sonst sind das sehr viele Namen, die dann irgendwie im Kopf sind und man denkt sich, was war jetzt mit dem? Warum? Deswegen, aus Einfachheit halber habe ich Hermann von Salm unter den Tisch geworfen. Auf jeden Fall dachte ich, nach unserem letzten Podcast gehe ich gut vorbereitet auf diese Reise. Ja, nee. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Also wirklich. Aber bei unserem letzten Podcast ging es um Canossa und nicht um Goslar. Ja, stimmt. Das wäre jetzt das nächste Urlaubsziel. Also Goslar war jetzt sozusagen der Auftakt bei Canossa in die Urlaubssaison. Ja.
Aber ich kann das auch nicht nähen. Ne? Ich dachte auch, also so eine. Das ist, glaube ich, das Wetter nicht mehr sonderlich gut. Nee, das ist ja so, so ungünstig verknüpft. Ja. Und der Wislicenus durfte auch, also. Durfte auf Konossa nicht malen. Durfte er nicht malen. Ne? Er hat es eigentlich vorgehabt wohl. Aber seine Majestät hat ihm das dann untersagt. Also aber solche undeutschen. Ich wollte gerade sagen, es gehörte Anwandlungen denen doch gar nicht mehr. Auszuleben. Er hat da so verschämt, glaube ich, so eine kleine Skizze. Es gibt da so kleine Zwischenbilder, die dann sozusagen die Kassetten in der Wand noch füllen. Und ich glaube, da wird es kurz thematisiert, so ein bisschen. Genau. Ansonsten sind da nur die Helden. Ja, wir waren ja eigentlich bei der Pfalz, wann die gebaut wurde. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das, da kommt auch dieser schöne Werbeslogan her, den du gerade schon genannt hast. Denn Goslar hatte zum 1100. Wo Kaiser ihr Herz verlieren. Das hat er da gar nicht mal verloren. Das hat er da absichtlich gelassen. Denn Heinrich III. Nach seinem Tod. Nach seinem Tod. Heinrich III. Hat sich eben dazu entschieden, sein Herz in Goslar bestatten zu lassen. Du wagst es in Frage zu stellen, wie sehr er Goslar geliebt hat. Ja. Ja. Auf jeden Fall, er ist eben, ich glaube, oh Gott, jetzt wird's peinlich. Ich glaube, in Speyer sind die oder in Worms. Der liegt in Speyer. Speyer, ne? Speyer war der. Ich hätte ihn da gesehen. Da sind mehrere Heinriche. Ja, ich glaube, Speyer war deren Grablegen, familiäre Grablegen. Das war ja auch beim letzten Mal. Wir haben ja letztes Mal darüber spekuliert. War so ein bisschen peinlich. Wusste, du nicht mehr ganz sicher, wo die Saale so herkommen. War super peinlich, weil eigentlich weiß ich es, dass es Speyer und Worms und Mainz und denkt sich, ja. Naja. Es ist hier die Nachholfolge. Ist heute ein bisschen Korrektur unsererseits. Genau, das ist mir auch sofort eingefallen, als ich dann nach Hause kam. Ich so, nein! Speyer! Auf jeden Fall hat sich Heinrich III. Eben dazu entschieden, in der Pfalz sein Herz bestatten zu lassen. Und damit ist er, glaube ich, wirklich einer der ersten, die diese getrennte Bestattung betrieben haben. Also ich wüsste nicht von jemandem davor. Hat ihn keiner gekocht. Das ist schon mal. Er wurde nicht gekocht. Wer weiß, vielleicht wird das Herz, um es zu konservieren. Aber er hat einen kompletten Sarkophag dahingestellt gekriegt für so ein kleines Herzchen. Ja, für das kleine Herz. Und ein kitschiges Fenster. Ja, und einen komischen Hund. Komische Hund. Ich glaube, der sieht nur komisch aus auf dem Sarkophag, ein Teil der Skulptur. Ja. Der Hund fletscht ziemlich die Zähne. Ja, aber er hat auch so. Aber ich glaube, der ist einfach jetzt seit 1000 Jahren abgegrabbelt. Das kann gut sein. Also der Heinrich sieht auch sehr abgegrabbelt aus. Also, naja. Ja, auf jeden Fall kann gut sein, dass Heinrich der Dritte sich sehr wohl gefühlt hat in Goslar. Das möchte ich niemandem absprechen. Aber man muss eben auch hinzufügen, dass Goslar einfach auch, und da, ich schmäler ja nicht mal, damit stärke ich ja das Andenken an Goslar, indem ich sage, es war ein sehr, sehr wichtiger politischer Punkt, dort zu residieren, um eben die Sachsen ruhig zu halten. So, es war schon wichtig, diese Stadt. Genau, und diese Pfalz ist dann halt, ja, die war dann nicht mehr so wichtig. Also, gerade unter den Staufern, die hatten mit anderen ein Problem. Barbarossa hatte nochmal mit Heinrich dem Löwen ein Problem, der ja auch Herzog von Sachsen war. Der hat dann aber in Braunschweig residiert und nicht in Goslar. Der wollte aber den Rammelsberg haben. Also da haben die sich länger gestritten drüber. Ja, wenn da Silber drin ist, kann ich das klar verstehen. Und dann war es halt zwischenzeitlich da nicht mehr nutzbar und dann ging es den Goslaren, glaube ich, ein bisschen dreckiger. Und erst als das dann repariert war, blüht die Stadt da wieder auf. Mhm. Das ist dann die Zeit, wo die ganzen schönen Fachwerkhäuser herstammen. Mhm. Ich das jetzt so richtig verstanden habe. Genau, also die Staufer hatten dann auch mit den Sachsen keinen, das hat sich dann erledigt gehabt. Die haben sich da irgendwie auch in ihre Rolle eingefunden. Und dann haben wir ja laut dem Wilhelminismus, ist es vorbei nach 1250? Ist ja nur nieder. Deiner Meinung nach doch wohl auch. Nicht meiner, nee. Du redest immer von den Staufer. Ja, weil ich auf die spezialisiert bin, aber das heißt, weil ich von denen am meisten weiß, das ist der einzige Grund, nicht weil ich sage, danach war alles schlimm. Es war nur anders. Ja, und dann, also die Staufer kamen schon kaum noch mehr nach Goslar, die hatten dann auch andere Gebiete, weil die Staufer Palermo. Auch... Palermo. Weil da war Friedrich II. Dann auch nur in seiner Kindheit und danach nicht mehr. Echt? Wo war der denn die ganze Zeit? Auf seinem in Foggia, aber da reden wo wir. Ist denn bitte Foggia? Da reden wir wann anders drüber. Oh ja, es war aber gerade sich sie hat sich gleich mehrere Sizilien-Folgen gewünscht. Ja, es ist in Arbeit. Das ist dann die Nachurlaubssaison. Sizilien-Epos. Schon mal so als kleiner Teaser. Könnt ihr euch im Herbst erwärmen. Kommt große Sizilien-Saga. Die Staufer haben eben auch im Südwesten, da weiß ich, wo die sind, die Herzog von Schwaben, da ihre Hausmacht. Deswegen sind die auch selten in Goslar.
Und danach wird Goslar einfach weniger und weniger als Herrschaftssitz verwendet. Und dadurch verfällt die Pfalz, weil die Pfalzen mussten zwar auch von den Städten irgendwie versorgt werden mit Lebensmitteln und so weiter, aber die Instandhaltung war auch eigentlich mehr Kasse, ging mehr aus dem Geld des Herrschers selbst heraus. Und wenn die dann einfach nicht mehr investieren, dann ist das verfallen. Und diese Pfalz ist dann auch während dem Dreißigjährigen Krieg ja unbenutzt worden von den Schweden. Die haben da auch Getreide drin gelagert. Und das ist die dann auch geblieben, bis eben Wilhelm der Große die Pfalz für sich entdeckt hat, war diese Pfalz einfach ein Getreidelager. Und, das ist ja auch interessant, wieso ausgerechnet dann wieder Goslar? Also wenn sie doch Barbarossa so hypen, wieso bauen sie dann da in Goslar diese Pfalz wieder? Ich weiß es also nicht. Also wahrscheinlich stand da einfach noch mehr rum als an anderen Orten. Weil es halt da war. Und hast du eigentlich im Kopf, gibt es eine Erhebung darüber, wie viele Pfalzen es mal gegeben hat? Bestimmt, aber. Oder gibt es noch irgendwo anders ruinöse Pfalzen oder wieder aufgebaute? Bestimmt, aber das, da muss ich gestehen, habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt, aber da gibt es definitiv, es gibt ja einen ganzen Forschungszweig, der sich nur mit Residenzen auseinandersetzt, also da gibt es bestimmt Listen drüber, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Guck das bitte mal nach bis zur nächsten Folge. Okay, meine Hausaufgabe. Schreib's dann bitte in die Shownotes. Ist alles die Pfalz, welche Pfalz es alles gibt. Auf jeden Fall ist diese Pfalz einfach verlassen. Und ich denke mal, weil das einfach die einzige war, die sie noch greifen konnten. Und da haben sie dann eben ausgebaut. Die haben ja, also Wilhelm der Große. Das jetzt bleibt mal jetzt auf, bei den so zu nennen, bitte. Das hat sie bist du Wilhelministin? Oder? Ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie so schön. hat dann, am Rhein haben sie ja viele Burgen auch wieder aufgebaut oder neu gebaut. Und die waren halt einfach wild am Aufbauen. Also die haben ja wirklich alle mittelalterlichen Ruinen aufgebaut, die sie greifen konnten. Das war dann ja auch teilweise auch in Westfalen oder so, wo dann noch irgendwie so ganz kleine Bürgchen standen, die da irgendwann mal im 10. Jahrhundert hingestellt wurden, hat Wilhelm irgendwie an Verwandte, Freunde geschenkt und gesagt, ja, du kriegst es hier, aber dafür musst du den Turm wieder aufbauen. Musst es wieder aufbauen. Und das ist, denkt man sich, sehr toll. Das ist mehr Geld, als es wert ist. Von daher war das einfach auch so im Geist, dass man diese Pfalz wieder aufbaut. Und da wollte ich nämlich nochmal über diesen Wislicenus sprechen und über diese Ausmalung. Du hast ja gesagt, wir haben da diese Malereien von Barbarossa auf der einen Seite, der da so als alter Mann mit langem Bart so aus der Höhle kommt doch gar nicht als alter Mann. Jetzt, die macht hier so doch, komisch. Aber er hat so einen langen Bart. Ich sag mal gerade so komische Verrenkungen, als würde da Barbarossa als alter Mann kraftlos aus dem Berg sich herausziehen auf allen Vieren. Nein. Nicht auf allen Vieren. Der kommt da aber sehr kommt dynamisch mit wallendem Bart heraus aus dem Berg. Gestürmt, würde ich sagen. Gestürmt, ich hatte es. Und man sieht auch die Raben, die du erwähnt hast. Ja, genau, die kommen da mit ihm raus. Die ihm da sagen, dass Wilhelm jetzt da ist. Und der guckt auch Richtung Wilhelm. Ja, Wilhelm ist ja in der Mitte. Genau. Mit diesem ganzen preußischen Nationalkitsch drumherum, inklusive Königin Luise und wer da noch so alles aus den Wolken sich das ganze Geschehen anblickt. Barbarossa. Und der Barbarossa aus der anderen Ecke guckt dann direkt auf den Wilhelm. Ich glaube, Barbarossa ist aber auch noch auf dem Bild auch noch mit drauf, dass er eben in den Wolken sitzt. Der kommt, glaube ich, nochmal vor. Aber der ist dann oben in diesem Gottvater, der Adam den Finger entgegenstreckt. Genau, und also wir haben auf den einen Seiten haben wir eben jetzt wollte ich Aschenputtel-Geschichte, das ist aber nicht Aschenputtel, Dornröschen-Geschichte. Und wir haben auf der anderen Seite eben Friedrich Barbarossa, der eben aus seinem Schlaf erwacht. Also diese Doppeltes, wir erwachen aus unserer, ja, wie möchte man es nennen, Kraftlosigkeit. Und das neue Deutschland ist da. Und ich wollte dich fragen, bei diesem Bild im Zentrum, das packen wir auch noch in die Shownotes rein, dass man das sich angucken kann, hat sich diese Darstellung an irgendwas erinnert, das du kennst? Das hat mich was erinnert, an was ich kenne. Ich war zu erschlagen, glaube ich, von den Pferden und den Kaisern. Weil dieses Bild ist ja auch wieder, ich glaube, in drei Ebenen. Also wir haben oben die Toten, die aus den Wolken zuschauen und sagen, der deutsche Geist. So religiöse Fegefeuerbilder? Nein. In der Mitte haben wir dann eben Wilhelm den Ersten, der da steht. Und ich glaube, Bismarck ist an seiner Seite. Und unten haben wir die Fürsten, die ihm die Krone entgegenreichen. Ach so. Da ist ich habe nur den Mittelteil mir fotografiert. Ich gucke gerade nochmal nach hier in der Galerie. Nee, aber ich erinnere mich, dass dann da noch diverse Fürsten saßen und der Ludwig II ihm dann von Bayern ihm dann die Reichskrone entgegenstreckt. Und der König, das finde ich aber auch, also der Wilhelm, den du jetzt hier so groß findest, dass der macht so einen Segensgestus. Naja, das ist schon, jetzt würde irgendwie so.
so huldvoll. Ja, also, ich weiß nicht, ob er die Krone greifen möchte, in Wahrheit. Oder aber immerhin ist er hier zu sehen. Auf dem anderen Bild, das ich meine, ist er ja nicht da zu sehen. Weil wir sind ja hier in Berlin. Der, als würde er hier den Hammer segnen, mit dem Bismarck gerade das Reich schmiedet. Ja, seine, so skurril. Aber er macht das so lässig mit so einem Arm. Also er guckt auch ein bisschen gelangweilt, der Bismarck dabei. Und dann schwingt er den Hammer nicht mal. Der legt den dann nur so auf den Armbus und denkt so, oh, schon wieder. Ich muss mit dem Hammer hantieren. Ja, dort vorne ist der Vater Rhein noch. Und da drunter haben wir Freude. Ach ja, und man sieht ja natürlich, entschuldige, aber auf der rechten Seite, was natürlich zum nationalen Kitsch-Epos mit dazugehört, ja. Die zwei jungen Damen, das könnt ihr euch ja dann angucken in den Shownotes auf der Webseite, die junge Dame, die den Dom von Straßburg, glaube ich, oder das Münster von Straßburg zum Geschenk quasi dem Kaiser genau. bringt. Das ist dann hier das Elsass und Lothringen, endlich wieder im Reich. Dem Ludwig der 14. sie so böse gestohlen hat. Ja, wir ironisieren das Ganze. Ich hoffe, ihr wisst das, ne? Also wir sind das jetzt hier nicht so ernst. Das, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man da denkt, ist der Barbarossa ja tatsächlich. Der Barbarossa, und der zeigt, also oben rechts im Bild, ja. seht ihr ihn, er hat jetzt nicht nur einen roten Bart, sondern auch ein rotes oder rostrotes Gewand an und zeigt dann auch noch auf Wilhelm. Ja. So, das ist mein Sohn. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das das gleiche Motiv ist, das wir auch auf der Siegessäule sehen. Ah. Da haben wir ja auch das, nur dass wir da im Zentrum die Germania haben, aber wieder eben Ludwig von Bayern, der da die Krone entgegenstreckt. Das ist aber nicht Vizelin. Nee, ist nicht Vizelin. Der andere Kitschmaler, der bessere Kitschmaler. Aber das Motiv, wir finden es eben an wiederholter Stelle. Ja, sehr einfallsreich waren die nicht. Ja, das geht mir halt einfach, dieses Motiv einfach, dass wir jetzt hier in Deutschland unter preußischer Herrschaft haben, musste man eben an mehreren Stellen zum Ausdruck bringen. Und das ist eben interessant. Hier haben wir Wilhelm II. Gezeigt und auf der Siegessäule haben wir ihn nicht. Ja, stimmt. Das hier, ja gut, hier konnte er sich nicht mehr wehren dagegen. Der Siegessäule hat es ja selber bestellt und dann gesagt, ich möchte aber nicht drauf sein. Und hier hat sein Enkel dann schon irgendwas bestellt, da konnte er dann nicht mehr widersprechen. Ja. Ja, was ist denn jetzt noch original von dieser Pfalz? Ist das alles 19. Jahrhundert oder gibt es da noch irgendein Rudiment, also was von Heinrich noch ist? Gut, die Fundamente werden wahrscheinlich noch irgendwie original sein. Ich glaube, also das sind ja auch zwei Etagen. Und in der oberen Etage haben wir diesen großen Festsaal. Und unten haben wir ja auch nochmal so Versorgungsräume. Und da ist auch eine Dauerausstellung drin. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist da auch die Heizung noch. Das sind noch so ein paar Reste. So ein paar Reste von der Stiftskirche, ein paar Steine, die man noch gefunden hat. Und also da war auch noch irgendwas. Der Kaiserstuhl natürlich. Genau, der Kaiserstuhl und dass man da irgendwie noch von der Heizung, hat man noch irgendwie Reste, wodurch man rekonstruieren konnte, wie dieser Raum genutzt wurde. Die Fundamente werden sicherlich original sein, aber die Innenausstattung, vor allem im Obergeschoss, das ist alles. Ja gut, das ist klar, dass da, ich meine so die Mauern noch. Ja gut, die Mauern noch. Wie gesagt, man hat es ja noch als Getreidespeicher genutzt bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also da wird noch irgendwas da gewesen sein. Aber das, was wir da jetzt sehen, also alles, was mit Holz und Glas zu tun hat, das ist nicht. Aber die Staufer haben keine Pfalz. Eine vergleichbare Residenz, Lieblingsresidenz, die man jetzt Goslar entgegenstellen könnte. Die gibt's halt nicht mehr. Ist halt alles, ist weg. Also Foggia war eben der große Herrschaftssitz, aber da ist nichts mehr von da. Palermo war dann vor allem die Herrschaftsresidenz der Hauteville, also der, die vor den Staufern in Sizilien geherrscht haben. Das ist noch da, aber was die Staufer da errichtet haben, aber in Schwaben. Haben die noch so eine Hausburg wieder oder? Naja, da hat man nichts wieder aufgebaut, wenn man gesagt hat, hier Barbarossa. Ich glaube, warte mal, nee, das ist ja die Hohenzollernburg, haben sie ja aufgebaut. Die ist ja auch komplett neu. Und die Hohenstaufenburg, ich glaube, da haben sie auch noch mal irgendwie was hingestellt. Aber das ist dann so ähnlich wie die Habichtsburg in der Schweiz, wo auch alles im 19. Jahrhundert wieder neu aufgebaut wurde. Also gut, das ist ja in Ordnung, das ist ja jetzt nicht anders. Aber genau, also bei Goslar kennt irgendwie doch jeder so ein bisschen die Kaiserpfalz, glaube ich. Wer zumindest da so in der, aus der Ecke stammt, kommt wahrscheinlich nicht dran vorbei im Laufe seines Lebens einmal, und sei es mit einem Schulausflug, in Goslar in der Kaiserpfalz gewesen zu sein. Aber jetzt mit den Staufern ist irgendwie keine vergleichbare Pfalz zurückgeblieben und dann später national verkitscht worden oder so. Nee. Also bleiben wir doch bei Goslar. Ist doch eine Reise wert auf Goslar, dass uns die Stadtoberen nicht böse sind.
Und Goslar ist mindestens so schön wie Wien. Naja. auf jeden Fall, ja gut. Wir haben nur einen Sarkophag und nur ein Herz darin. Aber immerhin, ich finde den Werbeslogan eigentlich ziemlich cool. Kaiser ihr Herz verlieren, Goslar. So, damit haben wir unsere erste, zumindest meine erste Urlaubsreise. Besprochen. Hast du historisch wertvolle Orte dir ausgesucht, an denen du Teile deines Urlaubs verbringen möchtest? Das weiß ich noch nicht, ob ich es hinschaffe. Ich möchte jetzt noch nichts versprechen. Nachher werden dann Erwartungen geweckt. Ja, komm, du kannst es ja nachher erklären, warum es nichts geworden ist. Aber was, naja, weil ich vielleicht einfach keine Lust habe, hinzufahren. Ach so. Nee, wo würdest du denn gerne hin? Ja, wo ich gerne hin würde, das ist eine ganz andere Frage. Was derzeit so möglich ist und wo ich gerne hin würde. Ja, jetzt sag schon. Nein, also es ist eventuell Bad Doberan wäre noch eine Möglichkeit jetzt dieses Jahr. Mhm. Es ist ja das große Kloster. Aber mal schauen, ob ich es dann auch wirklich schaffe, wenn ich dann da bin. Ich habe mir vorgenommen, in der nächsten Woche eine fränkische Tour zu machen. Mhm. Ich war nämlich noch nie in Bamberg. Oh. Ich war noch nie in Coburg. Ja. Ich war noch nie in Nürnberg. Oh. Und das, ja, ich glaube, das lässt sich realisieren. Ja. Mache ich etappenweise mit 9-Euro-Ticket. Ja. Ja, Moment, das könnte lang werden. Nicht an einem Tag. Aber da muss nur noch einen Platz finden, wo man die Eindrücke dann verarbeiten kann in Ruhe und sich ein bisschen ausspannen kann. Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube, den Urlaub haben wir auch nötig, oder? Ja. Ja, deswegen habt ihr jetzt auch schon länger darauf gewartet und wir auch, dass wir uns hier mal wieder treffen, weil es Solberg irgendwie so beschäftigt ist. Ich hatte viel Arbeit. Ja. Es gab viel zu tun. Irgendwie war das einfacher im Frühjahr, da hattest du mehr Freizeit auch und mehr Sinn. Da konntest du es gar nicht, aber da wurde ich ständig bombardiert mit Nachrichten. Wann haben wir den Podcast? Ich habe jetzt so das Thema und das Thema und das Thema vorbereitet. Lass uns das bitte aufnehmen. Und jetzt seit Wochen höre ich nichts mehr. Was ist geschehen? Naja, Corona ist offiziell nicht mehr so wichtig. Offiziell glaube ich nicht. Inoffiziell ist es schon nicht mehr so wichtig. Auf jeden Fall gibt es Touristen in der Stadt. Gibt es Touristen und dadurch gibt es Arbeit. Hm. Und da du führst. Muss man halt die Zeiten nutzen, wie sie kommen. Ne? Also wahrscheinlich im Winter werde ich wieder Zeit haben. Oh ja. Also da machen wir dann wieder kürzere Folgenintervalle. Ja. Ja, aber ich muss ja auch sagen, also die 2 Wochen waren vielleicht ein bisschen ambitioniert. Also im Januar konnte ich Solberg nicht davon überzeugen, dass vielleicht ein längeres Intervall auch in Ordnung wäre. Aber jetzt ergibt es sich schon fast von selbst. Hm. Ja, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, dass ihr länger wartet auf einen neuen Flurfunk. Es liegt nicht daran, dass uns keine Themen mehr einfallen. Nee. Auch wenn diese Folge jetzt vielleicht hier den Eindruck erweckt. Aber wir haben uns einfach gedacht, nachdem wir jetzt die 10. Jubiläumsfolge absolviert haben, gönnen wir uns ein etwas entspannteres Treffen und genießen den Riesling. Wir sprechen hier nochmal über die Stadt Goslar, wo Kaiser ihr Herz verlieren. Aber wir haben durchaus schon Pläne, was große Pläne noch weiter kommen wird. Ja. Und Sizilien haben wir schon verraten. Mhm. Da freue ich mich am meisten ja drauf. Ich dachte eigentlich, dass wir das als Urlaubsfolge machen, aber das hast du irgendwie abgelehnt. Nee, das also ist ja mein persönliches Lieblingsurlaubsziel. Deswegen war das so verknüpft mit mir. Wir machen im Sommer Sizilien, aber okay. Es gibt auch im Herbst dann ein bisschen Wärme. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, im Herbst ist es viel schöner, über Sizilien zu reden. Über abgekochte Kaiser nochmal zu sprechen. Und hier, der eigentlich immer noch im Kieferhäuser schläft. Und wo hier in diesem Journal, das wir beide hier regelmäßig zwischen uns her hin und her reichen, über 1100 Jahre Goslar, von der wahrscheinlich Goslar Marketing, Solberg sich schon aufgeregt hat, dass Friedrich II. Da vorgestellt wird, nur als Enkel von Barbarossa. Enkel von Barbarossa. Ja, der aber sogar lesen und schreiben konnte und ein Buch geschrieben hat. Konnte auch Barbarossa. Bist du sicher? Ja. Aber das konnten doch damals nicht alle Leute. Das stimmt, dass das nicht alle Leute konnten. Der Kaiser muss doch gar nicht lesen. Der hat doch andere Leute, die für den lesen können, oder? Ja, gut, aber ich muss ja schon noch checken können, was die mir da vorlesen, ob das so einigermaßen stimmt oder nicht. Und ich muss schon schauen, was ich da unterschreibe, ob das so einigermaßen stimmt oder nicht. Und wie ich das immer schön sage, nur weil du keine Urkunde aufsetzen kannst, weil du kein ausgebildeter Notar bist, kannst du ja trotzdem lesen und schreiben. Aber das heißt nicht, dass ich alles verstehe, was in diesen Urkunden drin steht, was der Notar da reingeschrieben hat.
Die werden, also es gehörte schon auch zu den ritterlichen Pflichten, dass man lesen und schreiben kann. Also das, die bringen, also wir haben Erziehungsratgeber für Frauen, wo drin steht, bringen ihnen Lesen und Schreiben bei. Mhm. Ja. Frauen? Ja. Und also wenn man das den Frauen beibringt, wird man das auch, also den adligen Frauen natürlich. Wenn man das den adligen Frauen beigebracht hat, wird man das auch den adligen Söhnen beigebracht haben. So schwer ist es nicht zu lernen. Mhm. Dafür sind wir wieder bei dieser dieser ersten Folge zum Mittelalter. Mhm. Rezeption über die Romantiker. Über die Romantiker. Reformierte Romantiker. Die vor den Romantikern, die Aufklärer waren das nämlich, die das immer erzählt haben, dass die Adligen alle so dumm waren. Hat sich auch so ein bisschen festgesetzt. Weil wir mal alles glauben, was die Aufklärer so gesagt haben. Das waren die Besten. Hm. Ja. Ich erwarte noch eine Folge zur Aufklärung. Ja, dir. Gerne. Kannst du vorbereiten. Mal richtig, wieso? Das ist doch dein großes Thema. Das ist mein großes Thema. Es kommt ständig Thema. Die bösen Aufklärer. Dann sag uns, warum du die so... Warum ich die so blöd finde. Also das wäre nochmal eine Option. Und wir werden uns auch noch dem queeren Themen des Sommers widmen. Es ist nämlich wieder Zeit. Genau. Und natürlich steht auch immer noch die Fortsetzung unserer Ukraine-Sonderfolgen-Reihe aus. Und wir drücken uns so ein bisschen davor, weil das 20. Jahrhundert ist. Und jetzt jenseits der Geschehnisse, die jetzt stattfinden, eben das die besonders unangenehme Zeit ist. Genau. Ja. Aber natürlich jetzt noch stärker durch die Einlassungen des ukrainischen Botschafters, nochmal gelenkt, fokussiert auf bestimmte Persönlichkeiten der ukrainischen Geschichte, die durchaus sehr spannend sind. Vor allem, wie man sie heute liest. Und wir sind dabei, einen Gast anzuwerben, der aber jetzt gerade, da er nochmal der Stefan Bandera-Spezialist ist, sehr populär ist. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir ihn gewinnen können, in unserem Podcast mitzuwirken. Das wäre dann unser erster Gastauftritt in dieser Reihe. Ah, ich wollte noch was sagen. Was wolltest du noch sagen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich wollte mit dir verhandeln darüber, wie wir unsere Intervalle gestalten. Aber so, wir überlassen das dem Zufall. Ja, so wie es sich ergibt, würde ich sagen. Also eine Folge pro Monat finde ich schon. Ja, das machbar. Auf jeden Fall. Also bitte, ja. Ich dachte schon, du würdest hier mehr kämpfen. So, nein. Darum, die kürzeren Intervalle zu erhalten und mich mit dir dann zwischen 2 und 1 Monat auf 3 Wochen zu einigen. Aber ja, also erwartet mal. Ja. Wir bemühen uns. Aber also einen Podcast pro Monat, glaube ich, können wir versprechen. Ja, alles drüber. Fall. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ja, und deswegen, das ist vielleicht letztes Mal in den Tonproblemen untergegangen, was ich da am Ende gesagt habe. Also ich wollte nochmal betonen, das ist hier unser Hobby. Ja, also wir verdienen damit nichts. Wir machen das einfach nur zum Spaß an der Freude. Genau. Und damit wir uns mal sehen und dass wir uns, zumindest was mich angeht, auch mal ein bisschen zwingen, ein neues Thema anzuschauen. Damit ich jemanden habe, der mir zuhört, wenn ich über gewisse Themen reden möchte. Und scheinbar gibt es ja noch mehr Leute wie dich, die uns gerne zuhören. Und das freut uns natürlich. Also wir sehen, es gibt regelmäßige ZuhörerInnen bei unserem Podcast. Das ist natürlich auch eine Motivation für uns. Ja. Das fortzusetzen, das wollen wir auch gerne. Ja. Nur ein bisschen den Druck rausnehmen, den Zeitdruck. Also etwas unregelmäßiger oder sagen wir mal regelmäßiger und größeren Abständen. Genau. Und mehr Zeit für mich, das auch immer nochmal zu präparieren und für dich die Shownotes zu schreiben. Mm. Sie ist begeistert. Das mache ich schon seit einer Weile. Das ist okay. Also auf die Zukunft von Flurfunkgeschichte. Und wir wünschen euch eine schöne Urlaubszeit. Genau. Schönen Sommer. Wir hoffen, dass ihr schöne Ziele habt. Ja. Euch entspannen könnt, den Sommer genießen könnt, dass ihr uns hört. Ja. Ihr habt bestimmt noch nicht alle Folgen durch, oder? Dann hört euch das doch nochmal genau an. Oder vielleicht nicht alles verstanden, dann muss man es nochmal hören. Genau, und falls ihr was nicht verstanden habt oder findet, wir haben da totalen Mist erzählt, dann schreibt uns das doch mal. Wir freuen uns wirklich über jeglichen Kontakt mit euch. Und ich weiß, ich tue das auch nicht. Meistens schreibe ich auch niemandem. Ich höre mir das an. Aber ich kann nur sagen, wir freuen uns, von euch zu hören. Schickt uns Urlaubsgrüße per Nachricht, also an flurfunk-geschichte
Nee, wie habe ich das jetzt? Ich habe schon wieder ein E-Mail-Problem, ne? Nee, Kontakt. Entschuldigung, ich habe das Kontakt vergessen. Kontakt@flurfunk-geschichte.de. Und bevor uns jetzt der Riesling zu Kopf steigt, verabschieden wir uns einfach in den Sommer und melden uns im August. Ja. Macht's gut. Genießt den Sommer, den Urlaub. Ciao. Tschüss.